Dann leite ich hiermit auch direkt über zu Gazelle Chamat. Willkommen, Gazelle. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das überhaupt möglich gemacht habt, dass wir heute alle hier sind. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Okay, ich gehe davon aus, ja. Ich habe leider für die Presse keine neuen Nachrichten. Ich werde seit 3 Jahren komplett im Ungewissen gehalten, was die Situation meines Vaters angeht. Das heißt, seit 3 Jahren kann mir keiner sagen, wo mein Vater ist. Wir wissen nicht, wo er ist. Niemand hat ihn seit 3 Jahren gesehen. Seit 2 Jahren darf ich noch nicht mal mit ihm sprechen. Seit 4 Monaten haben wir kein einziges Lebenszeichen von ihm. Das heißt, jetzt gerade wissen wir nicht, ob mein Vater überhaupt noch am Leben ist, ob er im Krankenhaus ist, ob er gerade um sein Leben ringt. Wir wissen gar nichts über ihn. Wir wissen, dass er da seit über 1000 Tagen, heute sind es 1055 Tage, in Isolation und Einzelhaft gehalten wird. Und das alleine ist schon schrecklich. Und das alleine bricht jedes Grundgesetz. Wir wissen, dass in all dieser Zeit ihm alle Rechte genommen worden sind. Das fängt an mit dem Recht auf medizinische Betreuung. Mein Vater ist 68 Jahre alt. Er hat Parkinsons, er hat Diabetes, er hat jetzt Bluthochdruck bekommen in dieser Haft und er bekommt seine Medikamente nicht. Das alleine führt dazu, dass er Herzschmerzen bekommt, dass er schreckliche Gliederschmerzen bekommt, dass er nicht gehen kann, dass er nicht stehen kann, dass er noch nicht mal atmen kann, wenn er seine Medikamente nicht bekommt. Und das wissen wir, dass ihm das passiert. Er hat kein Recht auf Information. Das heißt, mein Vater weiß nicht, was in der Welt passiert. Er weiß nicht, was im Iran passiert, was in Deutschland passiert, was wir hier gerade für ihn tun. Davon weiß er nicht. Er weiß noch nicht mal in der Zelle, in der er ist, ob es gerade Tag ist oder ob es Nacht ist, wie spät es ist und wie viel Zeit vergangen ist. Er weiß nicht, wie alt seine Enkeltochter ist, die er noch nicht gesehen hat. Er weiß überhaupt nichts, was passiert. Er hat auch kein Recht auf körperliche Unversehrtheit, weil er gefoltert wird, auch physisch gefoltert wird. Ihm wurden die Zähne ausgeschlagen. Das heißt, er kann nicht mehr richtig essen und er hat massiv an Gewicht verloren, was auch lebensgefährlich für ihn sein kann. Seine Würde wurde auch mit Füßen getreten, als er durch 8 Schauprozesse, unmenschliche, unrechtliche Schauprozesse gezogen worden ist vor der Kamera. Und auch wenn er das Recht auf einen Anwalt gehabt hätte oder auf einen Prozess gehabt hätte oder auf eine Verteidigung gehabt hätte, die er nicht hatte, wurde uns vom Regime gesagt, das würde nichts bringen, denn diese Prozesse sind keine juristischen Prozesse, sie sind politische Entscheidungen, die sie dort treffen. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater das noch überleben kann in dieser Folterkammer über 1000 Tage, in der er ist. Und selbst wenn er das überlebt, ist der nächste Schritt für ihn, dass sie ihn an den Galgen bringen. Denn sie haben in diesen Schauprozessen ihm auch ein Urteil gegeben. Das ist das Todesurteil. Und sie wollen ihn, diesen geplanten Staatsmord haben sie schon angekündigt und sie wollen ihn in aller Öffentlichkeit an einem Kran aufhängen. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel Zeit er noch hat. Wir wissen nicht, wann seine letzte Sekunde ist, wann der letzte Moment ist, an dem er am Leben hält. Vielleicht dieser Moment, in dem wir gerade hier reden, das wissen wir nicht. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, was wir heute gerade machen. Das erste Ziel dieser Strafanzeige ist, dass wir anfangen, Ermittlungen gegen die Verbrechen, die gegen ihn gebracht worden sind, diese Ermittlungen anfangen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn alles, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, ist leider kein Einzelfall. Das ist eine systematische Art, in der Oppositionelle, Menschen, die sich für Freiheit einkämpfen, einsetzen, für Menschenrechte einsetzen, überhaupt irgendwie das Regime kritisieren, wie die aus dem Weg geräumt werden. Das heißt, diese Verbrechen gegen meinen Vater sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese Verbrechen gegen meinen Vater müssen gezeigt werden. Und es muss gezeigt werden, wie seit 44 Jahren und insbesondere seit 9 Monaten mit Erpressung, mit Drohung, mit Entführung, mit Verschwinden lassen, mit Folter, mit Einzelhaft, mit Schauprozessen, mit schrecklichen Urteilen und keinen Rechten, Menschen das angetan wird, was meinem Vater angetan wird, und Menschen so zum Schweigen gebracht werden. Und wenn sie nicht schweigen, dann ermordet werden. Und das müssen wir hier zeigen, dass das systematisch ist und das müssen wir hier einladen. Ziel soll auch sein, dass wir dem Regime damit klar machen,
und ein Zeichen setzen, dass das, was wir heute machen, dieser Strafanzeige, dass das ein Warnschuss ist, dass das Regime versteht, die Tochter von Jamshid Shammat und ein riesiges Team werden nicht aufhören und werden jedes Mittel, das uns zur Verfügung steht, einsetzen, um diese Verbrechen aufzudecken, um zu zeigen, was dort passiert und um dagegen anzugehen. Und ich hoffe, dass wir auch damit unsere Bundesregierung aufwecken können und ihnen Mut machen können, um sich für die Freilassung der deutschen Geiseln, für die Freilassung von meinem Vater endlich einzusetzen und die zu verlangen und mit allen Mitteln, genauso wie wir es heute machen, für sie zu kämpfen und das zu erreichen. Und das versuchen wir schon seit 3 Jahren. Ich habe seit 3 Jahren mit Anwälten zusammengearbeitet. Ich habe sehr, sehr lange gesucht, bis ich die richtigen gefunden habe. Und mit unseren Anwälten in Amerika, mit den NGOs, mit denen wir arbeiten, mit Amnesty International, mit der IGFM in Deutschland, mit Harbor Help, mit der Global Liberty Alliance in Amerika gesucht und endlich die ECCHR gefunden, die sich genau auf diese Sache spezialisiert, genau auf diese Strafanzeigen und diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufdeckt und zeigt. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich sie heute an meiner Seite habe und diesen Schritt mit diesem Team, mit diesem starken Team gemeinsam angehen kann. Und ich freue mich auch sehr, dass die Presse heute hier ist, denn vielleicht ist es noch viel wichtiger, um als diese Verbrechen aufzudecken, sie an die Öffentlichkeit zu bringen und den Menschen dieser Welt, den Menschen in Deutschland zu zeigen, was getan wird. Denn seit 44 Jahren und insbesondere im Fall von meinem Vater und allen politischen Gefangenen hat das islamische Regime die Stellung von denen, die Täter sind und denen, die Opfer sind, verdreht mit ihrem Lynchsystem, das sie aufgestellt haben, mit diesen Schauprozessen, mit allem, was sie machen, ist sozusagen ist das absolut pervers, wo die Täter stehen und wo die Verbrecher stehen und wo die Unschuldigen sind. Und das müssen wir mit unserem Rechtssystem angehen, aufdecken, die Verbrechen zeigen und sie an die Öffentlichkeit bringen. Und vielen, vielen Dank, dass Sie mir heute die Gelegenheit dazu geben, darüber zu sprechen und an unserer Seite stehen. Vielen Dank soweit. Bevor wir zum ECCHR und zur Strafanzeige kommen, vielleicht noch kurz Frau Sahebi zu der aktuellen Situation gerade im Iran und warum das eben kein Einzelfall ist. Ja, vielen Dank. Also Gazelle hat ja gerade schon sehr viel gesagt. Im Prinzip kann man eigentlich das mit einem Satz zusammenfassen. Im Iran herrscht Straflosigkeit. Es werden tagtäglich Menschenrechtsverletzungen begangen und niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Und wenn jemand zur Rechenschaft gezogen wird, wie wir jetzt im Fall von Belgien gesehen haben, dann schafft das iranische Regime, die Leute wieder zu sich zu holen. Vielleicht kurz zur aktuellen Lage. Die täglichen Proteste, die sind seit Anfang Januar eben etwa nicht mehr. Das merkt man auch an der medialen Berichterstattung in Deutschland. Die ist sehr stark runtergegangen. Was natürlich nicht heißt, dass nicht jeden Tag noch Dinge passieren dort. Es wandelt sich, wie der Protest sich ausdrückt. Das kommt immer darauf an, was gerade passiert im Land. Das sichtbarste Zeichen des permanenten Widerstandes sind eigentlich die Frauen, die weiterhin zu großen Teilen ohne Kopftücher durch die Straßen gehen, obwohl es sehr gefährlich ist, obwohl das Regime seit Monaten versucht, das einzuhegen. Aber es passiert nicht, es gelingt ihnen nicht, weil eben der größte Teil der Bevölkerung gegen das Regime sind und die nicht diese Regierung nicht mehr wollen. Wir hatten jetzt gerade in den letzten Tagen Proteste an den Universitäten. Universitäten sind sowieso zentral im Widerstand im Iran schon immer gewesen. Es sind auch Studierende festgenommen worden. Das habe ich nur erfahren durch ein paar Studierende, die eben dort in Teheran in dieser Uni sind. Es ist sonst auch nicht groß berichtet worden. Es wurden in den letzten Monaten schon Angehörige von Getöteten, während der Proteste Getöteten, inhaftiert, ermordet, eingeschüchtert, damit nicht getrauert wird, damit nicht der Toten gedacht wird. Es sind ehrlich gesagt die schlimmsten Verbrechen, die man sich so vorstellen kann. Ich glaube auch, dass es weltweit nur wenige Regime gibt, die in diesem Ausmaße Verbrechen begehen und in diesem Ausmaße straflos davonkommen. Das ist was natürlich System hat in diesem Staat. Das ist schon seit den 80er Jahren so. Damals gab es Massenhinrichtungen, Zehntausende Menschen. Dafür ist nie jemand zur Verantwortung gezogen worden. Einer der Hauptverantwortlichen ist heute Präsident des Landes und verkehrt auch diplomatisch. Er war gerade in Venezuela.
Und Deutschland spielt in dem Zusammenhang leider keine rühmliche Rolle. Es ist traditionell, sind die Bundesregierungen dem iranischen Regime immer sehr, sehr nahe gewesen. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich bin immer vorsichtig, das nur auf die Wirtschaft zu schieben, aber natürlich spielt es auch eine Rolle. Nach dem Abschluss des Atomabkommens 2016 waren mehrere Wirtschaftsdelegationen im Iran, um sofort zu schauen, wie man irgendwie Handel treiben kann. Obwohl zu dem Zeitpunkt natürlich schon lange bekannt war, was für Menschenrechtsverletzungen in dem Land begangen werden. Deutschland war eigentlich immer ein Hort der Sicherheit für Regimeverbrecher, für iranische Verbrecher. Die deutsche Botschaft in Bonn war in den 90er Jahren die Spionagezentrale Europas. Von dort wurden Oppositionelle eingeschüchtert, ermordet. Auch von dort wurden Verbrechen begangen. Und das hat heute natürlich nicht aufgehört, weil, wie man im Fall von Assadullah Assadi auch sieht, Leute aus der Botschaft dazu rekrutiert werden, in Europa Terroranschläge zu begehen, Oppositionelle einzuschüchtern und zu bedrohen und so weiter. Und es ist eigentlich ein bisschen traurig fast, dass es dann Einzelpersonen bedarf, jetzt Ghazal Sharmat, die sich dafür einsetzen müssen, weil sie in dieser Lage ist, dass ihr Vater entführt worden ist, der im Übrigen von der deutschen Bundesregierung nicht einmal als politische Geisel bezeichnet wird. Also im Gegensatz zu Frankreich zum Beispiel, die ihre Staatsangehörigen klar als Geiseln bezeichnen. Als Staatsgeiseln macht es die Bundesregierung nicht. Ich habe dazu auch Anfragen gestellt und keine Antwort bekommen. Und nun muss es halt auf anderem Wege passieren. Und ich glaube, dass der einzige Weg, wie sich irgendwas ändern kann, weil der Schlüssel dazu, dass sich im Iran etwas ändert, ist, dass es Konsequenzen gibt. Und dieses Regime ist so stark und kann seine AnhängerInnen bei sich behalten, weil es keine Konsequenzen gibt. Und deswegen glaube ich, ist dieser Schritt, den Ghazal jetzt gerade hier zusammengeht, sehr, sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Stichwort Straflosigkeit und Konsequenzen ist der perfekte Übergang zu Wolfgang Kalleck, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Wir haben einmal mehr von Ghazal und gerade auch von Gilda gehört, wie die Situation in Iran, und zwar nicht erst seit gestern, nicht erst seit Oktober letzten Jahres ist. Man kann das auch juristisch fassen und mein Kollege wird es auch nachher ausführen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Man fragt sich einerseits, was ist das für eine Welt, in der andauernd solche Verbrechen passieren, und zwar leider eben nicht nur in Iran. Man fragt sich auch, wo bleibt eigentlich die internationale Strafjustiz? Wir haben einen internationalen Strafgerichtshof seit 2002, also im 21. Jahr. Und wir sitzen hier alle paar Monate mit Strafanzeigen zu Ukraine, mit Strafanzeigen zu Syrien, mit der CIA-Folter, mit der argentinischen Militärdiktatur und sagen immer wieder, leider ist der internationale Strafgerichtshof nicht zuständig. Leider findet sich auch keine andere internationale Instanz. Und deswegen ist so ein letzter Weg, die Strafanzeigen bei nationalen Justizbehörden. Das haben wir relativ erfolgreich, wenn man von Erfolg in diesem Zusammenhang überhaupt sprechen, für den Syrien-Verfahren gemacht, wo immerhin zwei, ein mittlerer und ein niedrigrangiger Beteiligter an der Folter vom Oberlandesgericht Koblenz im letzten und vorletzten Jahr verurteilt wurden. Wir haben leider auch schlechtere Erfahrungen mit der Bundesanwaltschaft gemacht. Heute und gestern haben alle wieder über Putin gesprochen. Wir haben schon vor 3 Jahren über Putin und über Kadyrov gesprochen, nämlich bei der Verfolgung schwuler Männer in Tschetschenien, wo nichts passiert ist. Das ist so die Spannbreite, in der wir uns bewegen, zwischen Ignoranz auch der Öffentlichkeit, zwischen Verurteilung und aber auch Fällen, wo immerhin die Bundesanwaltschaft oder andere Staatsanwaltschaften sich dazu durchringen, Ermittlungen anzustrengen und dann halt auch zu wichtigen Zwischenentscheidungen kommen. Und hier würden wir sagen, eine wichtige Zwischenentscheidung wäre, dass das Regime in Iran als das bezeichnet wird, was es ist, nämlich Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Und das ist keine politische und moralische Bewertung, das auch, das obliegt allen Ihnen, das zu beurteilen, sondern es ist eine juristische Beurteilung. Und wir haben uns wir beschäftigen uns seit Oktober mit der Lage im Iran. Und in der Tat haben wir die ganze Zeit überlegt, was wäre der Weg, was ist die Eintrittskarte
Wie können wir die Bundesanwaltschaft dazu bewegen, da zu ermitteln? Möglicherweise, das müssen wir dazu sagen, möglicherweise passiert da schon was. Also wir gehen mal davon aus, dass die nicht zum ersten Mal irgendwie sich mit Iran beschäftigen. Ob das schon so weit gediehen ist, dass die ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren eröffnet haben. Das heißt, dass sie sich die Situation in Iran angucken und überlegen, was passiert da eigentlich juristisch? Und wen könnte man zur Verantwortung ziehen, aber noch nicht entschieden haben, personenbezogene Ermittlungen zu führen. So hat es in Syrien angefangen, die syrischen Ermittlungen nach dem Beginn des arabischen Frühlings. So läuft es auch bei anderen Ermittlungen. Man schaut sich also erstmal an, was passiert da in dem Land, und dann versucht man so in einzelne Ermittlungsstränge zu definieren. Und das ist das, was wir uns hier erhoffen. Wir erhoffen uns, dass die Bundesanwaltschaft relativ schnell entscheidet, wir werden uns damit in Form eines Strukturermittlungsverfahrens beschäftigen. Und dann ist die große Frage, was passiert dann? Das kann man aber jetzt noch nicht beurteilen. Das ist auch wichtig zu wissen. Wir saßen schon oft hier und haben gesagt, wir fangen irgendwo an. Man muss irgendwo anfangen. Wir formulieren Erwartungen, aber wir werden uns nicht irgendwie auf Prozentzahlen oder Sicherheiten festlegen, weil das ist ein sehr dynamisches Feld. Wir wissen nicht, und aus der Vergangenheit, wir wissen nicht, wann wer von den Leuten, die wir als Beschuldigte führen oder die wir im Kopf haben als mögliche Beschuldigte, wann wer von denen reist. Wir wissen aber, dass sie reisen. Und die wissen nicht, mit wem die Bundesrepublik Deutschland welche Art von Rechtsbeziehungen hat. Und da kann einfach eine Menge passieren. Also das kann passieren, dass Deutschland mit Venezuela, mit Kolumbien, mit Mexiko, mit Tunesien, mit der Republik Kongo spricht und sagt, wir wissen, dass die und die Person aus dem Iran, die verdächtig ist, an den und den Verbrechen mitgewirkt zu haben, in eurem Land ist, die ist nicht durch Immunität gedeckt. Und deswegen könntet ihr die für uns festnehmen und wir verlangen die Auslieferung. Das heißt also nicht, wir müssen nicht unbedingt darauf warten, dass Personen in Deutschland auffällig sind oder in Europa. In Europa ist es natürlich noch einfacher, sondern man kann weltweite Reisebewegungen scannen und gucken, wer fährt wann wohin. Wobei das nochmal die bessere Möglichkeit wäre natürlich, wenn ein internationales Tribunal sich der Geschehnisse im Iran angemessen annehmen würde, entweder der internationale Strafgerichtshof. Dazu bedürfte es allerdings eines Beschlusses des UN-Sicherheitsrats, der angesichts der Ausübung der Vetorechte von China und Russland nicht zu erwarten ist, oder aber möglicherweise ein Sonder- oder Hybrid-Tribunal, was auch nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Daher fangen wir mal hier in Deutschland an, hoffen, dass in anderen europäischen Ländern ähnliche Bemühungen entstehen und dass ähnlich wie bei Syrien das langsam zusammengeführt wird in Form von gemeinsamen Ermittlungen. Apropos Ermittlungen, wer steht denn im Fokus dieser Strafanzeige und wer wird beschuldigt und warum diese Personen? Ja, die vielen schlimmen Fakten, die jetzt berichtet worden sind von Gazelle und von Gilda auch, das ist dann so das, was wir machen, ist es zu übersetzen in eine juristische Aktion, in diesem Fall eine Strafanzeige, und dann eben auch zu überlegen, wer sind die Personen, die dafür verantwortlich sind. Und um das jetzt nochmal sozusagen in juristische Kategorien zu fassen, weil genau das ist es, was wir gemacht haben über die letzten Wochen gemeinsam mit Gazelle und dann eben spät gestern Abend bei der Bundesanwaltschaft eingereicht. Herr Jamshid Shammat ist Opfer von Folter, von zwangsweisen Verschwinden lassen und von schwerer Freiheitsberaubung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist mal so das Mindeste. Das sind also Dinge, die wir im Detail ausführen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden es dann, wenn diese Taten, die gegen ihn verübt werden, im Rahmen einer bestimmten Systematik oder besonders häufig und intensiv verübt werden. Und auch das ist beides im Iran der Fall. Das haben wir vorhin gehört. Es gibt zwei verschiedene Arten von Systematik, würde ich mal sagen, von denen Jamshid Shammat betroffen ist. Das eine ist ein seit Jahrzehnten schon andauerndes und aber auch jetzt in den letzten Jahren intensiviertes
Vorgehen gegen explizit gegen Leute mit doppelter Staatsbürgerschaft oder mit iranischen Wurzeln mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Es gibt also zig Fälle, die belegt sind. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Beziehungsweise sind seit 2010 sind sogar 66 Fälle belegt, wo es englischsprachige Informationen zu gibt. Also man kann von einer weitaus höheren Dunkelziffer ausgehen, die einem ähnlichen Muster folgen wie die Entführung und Geiselnahme von Jamshid Shammat. Außerdem gibt es eben seit September 2022 nochmal dieses brutale Vorgehen gegen die Demonstrierenden im Iran. Und auch in diesem Kontext muss man das Verbrechen sehen. Und beides sind sozusagen die Klammer, die aus diesen Foltertaten ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit machen. Gegen wen richtet sich das? Ganz intensiv an diesem Fall beteiligt, wie überhaupt an den momentanen Repressionen im Iran, ist die iranische Justiz. Es gibt Sondergerichte, Revolutionsgerichte, es gibt politische Prozesse, mit denen die geführt werden. Wir haben es selber gehört, es ist nicht mal die Rede davon, dass es juristische Verfahren sind. Es soll ein politisches Ergebnis produziert werden. Kurzum, es sind Schauprozesse. Der UN-Menschenrechtsrat hat dokumentiert, dass Stand Dezember 2022 über 100 Leute, über 100 Menschen, die demonstriert haben, die Todesstrafe drohen. Auch der Fall von Jamshid Shammat wurde beschleunigt, in Anführungsstrichen, nach den Protesten. Und daran sind höchste Kreise der iranischen Justiz beteiligt. Es gibt eine Sonderkammer des Revolutionsgerichts. Und die Verantwortlichen dafür sind also die 8 Tatverdächtigen, die wir hier nennen in unserer Strafanzeige, gegen die sich das Ganze richtet. Genannt ist auch der Geheimdienstchef, weil wir wissen, dass der Geheimdienst an der Entführung beteiligt war. Natürlich sind die Umstände der Entführung ansonsten momentan für uns nicht aufklärbar, aber so viel wissen wir. Das ist eben sozusagen das Paket, was wir der Bundesanwaltschaft präsentieren und eben einfordern, dass Ermittlungen geführt werden. Neben diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit konnten wir es in diesem Fall juristisch noch auf einen anderen Pfeiler stellen, weil es sich nämlich hier um einen deutschen Staatsbürger handelt. Und wir haben es auch nach normalem deutschen Strafrecht hier mit Straftaten der Verschleppung und der Geiselnahme und der schweren Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu tun. Und in diesem Fall ist es so, weil es sich um einen deutschen Staatsbürger handelt, dass das sogar die Ermittlungspflicht der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe auslöst, was wir nochmal in dieser Strafanzeige ganz deutlich gemacht haben. Vielen Dank. Falls Sie sich wundern, wer genau da beschuldigt ist, in dem Q&A, was auf den Stühlen hier liegt und was für Sie an den Bildschirmen zu Hause gleich online sein wird, die Namen werden da aufgeführt. Das heißt, da können Sie die gleich dann auch, müssen Sie sie nicht gleich abfragen. Apropos Fragen. Ich würde jetzt die Fragerunde eröffnen. Die Kollegin geht mit dem Mikro um. Und für die Teilnehmenden via Zoom am besten, Sie schreiben Ihren Namen, das Medium, für das Sie arbeiten und die Frage in den Chat. Und ich sehe das dann hier, beziehungsweise es wird mir weitergeleitet. Und dann kann ich Sie quasi aufrufen, beziehungsweise paraphrasieren. Guten Tag, vielen Dank erstmal. Mein Name ist Janis Hagmann von der TAZ und ich würde, Herr Krucker, gerade bei Ihnen gerne kurz einhaken. Sie sagten, Sie präsentieren ein Paket. Können Sie nochmal darauf eingehen? Ich bin kein Jurist. Was für ein Paket ist das? Was für einen Umfang hat es? Was für Informationen präsentieren Sie da der Bundesstaatsanwaltschaft? Zweitens, Sie sagten, weil er ein deutscher Staatsbürger ist, gibt es eine Pflicht zu ermitteln. Herr Kalleck, Sie hatten gesagt, Sie hoffen auf ein Strukturermittlungsverfahren. Können Sie das nochmal für mich klarstellen? Ja, vielleicht ganz kurz zu dem Letzten. Es gibt unterschiedliche Begründungen im Strafgesetzbuch und im Strafprozessrecht, wann die deutsche Strafjustiz bei Auslandssachverhalten tätig werden kann. Und das ist eben schon seit langem, wenn auf der Täter- oder auf der Opferseite ein deutscher Staatsbürger betroffen ist,
Dann hat die haben deutsche Staatsanwaltschaften eine andere Verpflichtung, tätig zu werden, als wenn nur, ich sag's mal, ein Ausländer im Ausland gegen einen Ausländer was unternimmt. So, und dann kommt eben das große Gesetzeswerk 2002, Völkerstrafgesetzbuch bei Völkerstraftaten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter, kann die Bundesanwaltschaft, und nur die ist dann zuständig, auch tätig werden, wie in dem Syrien-Fall, wenn ein Syrer in Syrien von einem Syrer gefoltert wird. So, das ist das sogenannte Weltrechtsprinzip. Allerdings, was der Kollege gesagt, Krucker ja gerade ausgeführt hat, dass wenn, ich sag mal, nur aufgrund des passiven Personalitätsprinzips, also weil ein Deutscher betroffen ist, ermittelt wird, ermitteln die nicht notwendigerweise wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir wollen aber, dass die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermitteln. Wir wollen das auf eine andere Stufe heben. Wir wollen auch anknüpfen an den Protesten, an der feministischen Revolution, wenn da nicht ohnehin schon Ermittlungen anstehen. Aber wir wollen klar machen, das, was dem unserem Mandanten passiert, ist kein Einzelfall, sondern ist Teil eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit. So, und das ist jetzt die juristische Abwägung, die die Bundesanwaltschaft treffen muss. Und natürlich auch eine Abwägung, wo stecken wir Ressourcen rein? Weil es passiert viel auf der Welt, leider. Und da hoffen wir halt, dass dieses zusätzliche Argument, er ist deutscher Staatsbürger, die dazu bewegen wird. Wir hoffen allerdings auch, und das finden Sie auf Ihrem Tisch, wir hoffen, dass ein Statement der ehemaligen Bundesjustizministerin Hertha Däubner-Melin unter deren Ägide das Völkerstrafgesetzbuch als Bundesjustizministerin damals geschaffen wird, die nicht nur die Strafanzeige begrüßt, sondern ausdrücklich unterstützt. Es ist natürlich schon ein Statement, mit dem man arbeiten kann. Also das ist schon klar, da steckt natürlich eine jahrelange Zusammenarbeit auch mit der Bundesjustizministerin und auch mit anderen hochrangigen Juristen dahinter. Die wissen, das, was wir machen, hat Hand und Fuß. Nur deswegen machen wir es. Wir machen keine Schaufensterfälle, sondern es ist solide, faktisch. Und dazu wird der Kollege sagen, faktisch aufgearbeitet und es ist solide, juristisch begründet. Im Übrigen ist klar, das ist für uns hier nur der Anfang. Genau, also so eine Strafanzeige ist im Grunde grob in diese zwei Teile eingeteilt. Wir stellen halt den Sachverhalt dar, wie er hier ja auch kurz umrissen wurde, und belegen den mit Dokumentation, soweit die verfügbar ist. Natürlich ganz wichtig waren die Angaben von Gazelle, die sie machen konnte, alles, was sie in Erfahrung bringen konnte, aber auch, was bisher schon durch unter anderem auch die Bemühungen in den USA. Es gibt eine Entscheidung der UN Working Group on Arbitrary Detention zu dem Fall. Und dann, was die momentane Situation im Iran angeht, auch da gibt es halt eben den besagten Bericht des Sonderkommissars des Menschenrechtsrates, wo übrigens auch eine Fact-Finding-Mission eingesetzt worden ist, die, ich glaube, im Juli diesen Jahres das erste Mal berichten soll. Sprich, wir tragen von überall her, wo es nur geht, diese Informationen zusammen, um anhand dessen sehr gekürzt den Sachverhalt insofern darzustellen, wie er juristisch relevant ist, und liefern dann die juristische Begründung dafür, warum es sich dabei eben um Folter, zwangsweise verschwinden lassen und schwerwiegende Freiheitsberaubung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Das musste in diesem Fall sehr schnell gehen, oder wir wollten es eben in Absprache mit Gazelle und ihrem sonstigen Team wirklich schnell machen. Deswegen ist es auch ein bisschen knapper geworden als sonst. Wir haben auch schon mal 150 Seiten oder mehr bei der Bundesanwaltschaft eingereicht. Diesmal sind es 20 Seiten sozusagen Kern, Sachverhaltsdarstellung, und dann nochmal 20 Seiten an Anhängen, die wir ebenfalls einreichen, die einfach vor allem eine Quellenliste sind, wo man sich also weiter langhangeln kann, um den Sachverhalt erstmal zu ermitteln, aufzudecken. Und wie gesagt, die wichtigsten Informationen auch in diesem Anhang sind Informationen, die uns von Gazelle beziehungsweise von der Familie Schamatz mitgeteilt wurden. Als Ermittlungsansätze, die wir erstmal der Bundesanwaltschaft liefern, die natürlich nochmal ganz andere Mittel haben, nämlich hoheitliche Zwangsmaßnahmen, um da weiter zu ermitteln. Weitere Fragen? Mein guter Gott, Herr Deutschlandfunk, wenn ich das richtig verstanden habe, war es im Syrien-Fall OLG Koblenz ja so, dass Sie
da durch den Kontakt zu den Menschenrechtsanwälten unter anderem eben auch Fakten beigetragen haben, die ohne sie der Bundesanwaltschaft auch nicht zugänglich waren. Während ich jetzt so den Eindruck habe, zum Beispiel in den Ukraine-Fällen, dass die Bundesanwaltschaft sagt, zusätzliche Strafanzeigen machen uns mehr Arbeit und halten uns von der Arbeit ab. Wie schätzen Sie diesen Fall hier in dieser Bandbreite ein zwischen bloßer Aufforderung und Hilfe zu Ermittlungen, die Sie sonst nicht hätten leisten können? Ich sag was generell und du dann. Okay. Also es war schon bei Syrien so, dass es hunderte von Strafanzeigen, Hinweisen auf Täter gab, auf Tatverdächtige. Wir selber wurden auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir gehen damit nicht um, mit auch anonymen Hinweisen versorgt. Damit kann man natürlich nicht arbeiten und es ist richtig, die Bundesanwaltschaft, und das hat sie ja oft genug auch gesagt, es ist ein Riesenproblem, ja, weil sie dem einerseits nachgehen müssen, weil wenn da ein Hinweis, ein ernsthafter Hinweis ist und den die übersehen, dann haben sie Probleme und auf der anderen Seite, was will man eigentlich mit anonymen Hinweisen und mit rudimentären Informationen irgendwie anfangen? Bei Ukraine haben wir genau aus dem Grunde, wir sind auch mit Ukraine-Fällen beschäftigt und schon jetzt können wir ankündigen, nächste Woche haben wir werden wir einen Fall auch dahingehend präsentieren. Bei Ukraine haben wir abgewartet und haben uns mit NGOs aus der Ukraine zusammengesetzt und beraten und haben eben nicht nur aufgrund von Zeitungsberichten und von UN-Berichten eine Strafanzeige erstattet. Und so ähnlich war es hier auch. Also deswegen sind wir auch in Sachen Iran eben nicht ab Oktober aktiv geworden, obwohl es uns natürlich schon auch gejuckt hätte, natürlich. Und das ist das, was ich meine. Wir machen keine Schaufensterfälle. Und natürlich wäre es irgendwie einfach für uns gewesen, wir sind erfahren genug und hätten auch innerhalb von einem Monat nach Oktober, nach Ausbruch der feministischen Revolution, was machen können. Wir haben darauf gewartet, bis wir einen juristischen Hebel gefunden haben und denken, der ist sehr solide und aber halt auch eine Kooperationspartnerin mit Gazelle und ihrem Team. Und der Fall, das, was über den Fall zusammengetragen ist, das wird der Anfang sein. Und dann hoffen wir darauf, und das war auch in Syrien so, wir haben ja in Syrien nicht mit den Koblenz-Fällen angefangen, sondern wir haben in Syrien direkt nach Ausbruch der Revolution dort mit Exil-Syrerinnen hier zusammengearbeitet. Und dann hat sich über die Jahre sozusagen, haben sich bestimmte Fälle herausgebildet. Und das ist eine Dynamik, die erleben wir immer wieder. Wenn man einmal das Eis gebrochen hat, dann kommen andere Informationen, dann melden sich Leute, dann melden sich Zeugen. Und dann kommen auch international Leute auf uns zu. Und genau darauf bauen wir hier auch. Also wir haben halt nicht gewartet, bis wir 100 Seiten zusammen haben, sondern haben mit 20 angefangen, hoffen aber auf denselben Effekt, dass das eine Kaskade wird. Genau daran anknüpfen vielleicht, ist es so, dass wir als zivilgesellschaftliche Organisation und dann ja auch als Anwältinnen und Anwälte, dass es da einfach eine viel niedrigere Zugangsschwelle gibt zu uns. Und das ist in diesem Fall auch schon so. Ich glaube, dass wir jetzt auch schon Dinge präsentieren können, wenn man jetzt nur mal den Beweiswert sozusagen nimmt, zu dem die Bundesanwaltschaft vielleicht nicht unbedingt so, auf den sie Zugriff hätte. Man muss sich aber auch andererseits eben überlegen, dass der Schwerpunkt der Arbeit, der Ausgangspunkt ein grundsätzlich anderer ist. Ich weiß jetzt ziemlich genau, was passiert wäre, wenn Gazelle Shamat in Karlsruhe angerufen hätte und gesagt hätte, ich will aber eine Strafanzeige einreichen bei der Poststelle, wie sie dann behandelt worden wäre. Und jetzt ist es halt eben passiert auf eine Art und Weise, die natürlich eine Aufforderung sein soll, die Beweise, die sie ja hat über diesen Fall, auch als solche zu behandeln in einem Ermittlungsverfahren, aber die ihr eben auch ermöglicht, dort Zutritt zu haben. Und ich glaube, das ist einfach auch ein ganz wichtiger Unterschied. Natürlich wollen wir Ermittlungen unterstützen und fördern und sehen uns da durchaus eben auch in dieser Rolle gegenüber der Bundesanwaltschaft.
Aber wir fordern sie eben auch an anderer Stelle, weil wir die Interessen der Überlebenden und der Opfer in den Mittelpunkt stellen. Es geht ja immer auch darum, dass die wiederum Anwälte, Anwältinnen an ihrer Seite haben, die ihre Interessen vertreten. Und da ist Koblenz auch ein sehr gutes Beispiel. Es wurde sehr dankend aufgenommen, wenn wir also Informationen quasi beisteuern konnten, zu denen die Bundesanwaltschaft keinen Zugriff hatte. Als wir dann aber gesagt haben, ihr müsst diese Informationen auch, um ein Beispiel zu nennen, als sexualisierte Gewalt als Menschlichkeitsverbrechen bewerten, da war das dann wieder anders. Und das mussten wir uns quasi vor Gericht erst erstreiten, dass das passiert ist. Und genau, ich glaube, das ist also auch unser Selbstverständnis, dass wir diese Informationen beisteuern können, was wir auch hier tun können, aber vor allem eben, dass das Familienangehörige, das Opfer, das Überlebende einen eigenen Zugriff haben auf das Verfahren. Vielleicht dazu eine Frage an Gazelle Chamat, wie sie das erlebt, diese Art jetzt sozusagen dieses Mittel zu nutzen, ein rein juristisches Mittel zu nutzen und wie die Zusammenarbeit mit dem ECCHR zustande kam. Ja, gerne. Für mich ist natürlich alles alles riskant. Jedes Mal, wenn ich ein Interview gebe, jedes Mal, wenn ich mich zu Wort melde, jedes Mal, wenn ich einen Brief schreibe, jedes Mal, wenn ich irgendetwas mache, denke ich natürlich, was hat das für Konsequenzen? Und niemand ist in der Lage, mir zu sagen, was das für Konsequenzen hat. Wir sind alle Menschen, die nicht in die Zukunft gucken können. Und deswegen muss man einfach an erster Stelle gucken, was bis jetzt passiert ist, was in anderen Fällen passiert ist, was getan wurde, was nicht getan wurde. Und auch ein bisschen aufs Bauchgefühl hören. Und das habe ich bis jetzt so weit gemacht. Wir haben in dem Moment, in dem mein Vater entführt worden und verschleppt worden ist, haben wir uns schon Gedanken darüber gemacht, ob wir irgendwann mal eine Strafanzeige machen können, wie die aussehen würde, was sie bewirken würde, ob das ein Trigger sein könnte, um alles schlimmer zu machen, denkt man sich jeden Tag. Wir haben uns aber dazu entschlossen, damals mit unserem Anwaltsteam hier in den USA über die UN zu gehen, also die UN Working Group of Arbitrary Detention, haben dort die erste Arbeit geleistet und jetzt, wie Patrick schon gesagt hat, im Januar ist das Ergebnis rausgekommen und dort wurde klar und deutlich gezeigt, dass Verbrechen gegen meinen Vater begangen worden sind, dass er arbitrary detained, also wirklich willkürlich inhaftiert worden ist. Und auch andere Länder, also nicht nur der Iran, sondern auch die UAE und Oman sind damit erwähnt worden. Und es war halt sehr, sehr gut, das zu sehen, dass man sowas machen kann, dass es möglich ist. Es hat unglaublich lange gedauert. Aber wenn man die richtigen Leute an der Seite hat, dann kann sowas funktionieren. Und ich freue mich immer, wenn ich Menschen sehe, die was Neues ausprobieren wollen, keine Angst davor haben, Riskanteres einzugehen, wenn es für die richtige Sache ist, wenn es dafür ist, um Gerechtigkeit und was wir wollen und diese Straftaten auszublenden. Wenn das unser Ziel ist, dann muss man auch die richtigen Sachen tun, die manchmal nicht getan werden von anderen und dann muss man halt das selber tun. Und ich bin sehr, sehr dankbar an die Anwälte, die ich gefunden habe, die mich dann in Kontakt gebracht haben mit der ECCHR, über die bin ich an sie rangekommen. Und ich bin absolut glücklich darüber, dass das passiert ist, dass ich diese Anwälte gefunden habe und dass wir das jetzt zu diesem Zeitpunkt machen in der Revolution, in der wir gerade sind, wie das Gilda beschrieben hat, wo wir zeigen können, wenn es die Revolution jetzt nicht gäbe, wäre es vielleicht ein Stück schwerer zu zeigen, dass das systematisch ist, dass das immer wieder passiert, weil damals nicht so viel Aufmerksamkeit war auf die politischen Gefangenen und Geiselnahmen, die es im Iran gab. Und jetzt ist es einfach ein Zeitpunkt, wo alles irgendwie zusammenkommt und deswegen tun wir das. Vielen Dank. Im Chat ist eine Frage von Damien McGuinness, BBC-Korrespondent. Können Sie bitte den konkreten rechtlichen Schritte und den erhofften genauen Zeitplan für den Fall erläutern? Das ist die berühmte Glaskugel. Nein, leider nicht. Der konkrete rechtliche Schritt, wie gesagt, ist eine Strafanzeige, die wir gestellt haben. Wir haben Informationen überliefert. Das sind Ermittlungsansätze, die dazu genutzt werden können, Beweise zu erheben. Das geht im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens und das verlangen wir. Wann, ob und wann das eröffnet wird, das haben nicht wir zu entscheiden, das hat die Bundesanwaltschaft zu entscheiden. Wir haben von denen auch noch nichts gehört.
Allerdings ist es auch relativ spät erst gestern geworden, bis die Strafanzeige dort eingegangen ist. Sie ist aber eingegangen. Normalerweise kommt dann irgendwann eine Bestätigung des Eingangs. Wir kennen ja die betreffenden Personen, die zu diesen Straftaten arbeiten, durch unsere Arbeit sehr gut und gehen davon aus, dass der Eingang bestätigt wird und dann erstmal gesagt wird, wir prüfen das jetzt und es dauert aber. Man weiß die Mühlen der Justiz und so weiter und so fort. Was dann passieren kann, was passieren sollte, hat Wolfgang Kaleck vorhin gesagt, wir wollen, dass ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird, wenn es nicht schon eröffnet ist, wegen dieses konkreten Falls und auch wegen der strukturellen Verbrechen im Iran spätestens seit September 2022. Das sind Verfahren, nur um mal den Horizont kurz an einem Beispiel klar zu machen. Das hat zu Syrien begonnen bereits im September 2011. Die erste Festnahme hat es gegeben im Februar 2019. Das sind natürlich sehr, sehr groß angelegte Ermittlungsverfahren. Aber auch das wurde schon gesagt, wir hoffen eben, dass es eine Kaskade von weiteren Schritten auslöst. Innerhalb eines Ermittlungsverfahrens kann dann alles Mögliche passieren. Jetzt sind wir wirklich bei der Glaskugel. Es können Haftbefehle ausgestellt werden, auch in Karlsruhe. Die kann man auch international ausschreiben, diese Haftbefehle. Es können Leute reisen und so weiter und so fort. Es gibt aber natürlich auch zig Ermittlungsverfahren, die sehr, sehr lange laufen, ohne dass irgendwelche Schritte zumindest nach außen bekannt werden. Das ist immer bei diesen Ermittlungsverfahren so, das kennen Sie vielleicht alle hier, wenn man bei der Bundesanwaltschaft oder bei jeder Staatsanwaltschaft anfragt, laufende Ermittlungen werden nicht kommentiert. Das heißt, wir wissen nicht, wann was passiert, aber wir haben natürlich als Anwälte noch einen anderen Zugriff darauf und werden weiter Druck machen. Da ist noch eine Frage von nochmal von Frau Greuter und noch danach Agence France-Presse, oder habe ich das falsch gesehen? Ach, dann habe ich das falsch gesehen, Entschuldigung. Genau, als Offizialdetektiv. Wir konnten die Frage online nicht hören. Könnten Sie sie vielleicht nochmal wiederholen, bitte? Man hört leider online die Frage nicht. Ja, können Sie mich jetzt hören? Jetzt können wir Sie hören, danke schön. Es war nur die Frage, da das Offizialdelikte sind, um die es ging, gegen einen deutschen Staatsangehörigen, ob es eine Erklärung dafür gibt, dass die Bundesanwaltschaft, die vermutlich Kenntnis von dem konkreten Fall hat, noch keine Ermittlungen aufgenommen hat, ob es da irgendwie Sonderregeln gibt bei Taten im Ausland. Nein, in diesem Fall, weil die Tat sich gegen einen Deutschen richtet, ist es das normale Offizialprinzip. Das heißt, es gibt eine Ermittlungspflicht der Bundesanwaltschaft, auf die wir ja auch nochmal ganz deutlich hinweisen in der Strafanzeige. Wir wissen nicht, was sie bisher dazu gemacht haben. Es ist weder uns noch der Familie noch Gazelle irgendetwas bekannt. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass ein Prüfvorgang angelegt ist, ohne dass das Verfahren bereits eingeleitet wurde und. Nur weil es ein Offizialdelikt ist, heißt es nicht, dass die Staatsanwaltschaft sich da nicht auch quasi aus der Affäre ziehen kann, wenn sie denn will. Jetzt haben wir das Ganze eben nochmal ganz deutlich so benannt und hoffen, dass das dann auch den gewünschten Erfolg hat, nämlich dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, wenn es nicht schon wurde. Hier noch eine Frage und danach habe ich noch eine Frage an Gilda Sahebi gleich. Ja, Ben Knight von der Deutschen Welle. Ich wollte fragen, was Sie sich wünschen von der deutschen Regierung als in dem Fall, was für Hilfe? Viel, aber es ist nicht das Ziel der Strafanzeige. Also ich meine natürlich, ähnlich wie in dem Syrien-Fall, lässt sich im politischen Raum und auch wenn es um diplomatische Bemühungen geht, also um den Schutz, den die Bundesregierung deutschen Staatsbürgern zur Verfügung stellen muss, lässt sich leichter arbeiten, wenn das Label Verbrechen gegen die Menschlichkeit draufklebt. Ja, das ist irgendwie klar. Also ich meine, im Moment sieht's so aus, dass wird es als ein Einzelfall gehandelt, der wegen obskurer Vorwürfe im Iran festgenommen, entführt, festgenommen, festgehalten und verurteilt wurde. Und wir wollen das schon auf die richtige Ebene, juristisch richtige Ebene heben. Und das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Und wir glauben schon, dass dann andere Verpflichtungen auch für Politikerinnen und auch für die Diplomatie bestehen. Ja, also anders aktiv zu werden, wenn es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Ja, aber das ist ja sozusagen, also es ist ein Nebenziel. Das Hauptziel ist klar. Das Hauptziel ist, wir haben, das ist das, was wir in der Strafanzeige fordern. Daran schließt sich so ein bisschen meine Frage an Frau Sahebi. So eine Strafanzeige, wie glauben Sie, wird die im Iran wahrgenommen werden? Kommt das an? Und welche Wirkung kann das haben, auch für Iraner, Iranerinnen hier im Exil? Ich glaube, das wäre auch zu, da könnte ich nur spekulieren, welche Wirkung das sozusagen haben würde, aber natürlich kommt es an. Also die Menschen im Iran sind ja sehr gut informiert über das, was hier passiert. Von daher kommt es auf jeden Fall an. Und tatsächlich ist es in den letzten Monaten vor allem so, dass sehr viel Frust darüber herrscht, wie wenig in der internationalen Gemeinschaft passiert, dass eben die wieder mit ihren Verbrechen davonkommen, was ja auch nichts Neues ist, was sich jetzt wiederholt. Und natürlich ist das Thema Straffreiheit einfach für viele Menschen im Iran, das, also wenn man sich vorstellt, bei uns, wir würden ständig Verbrechen beobachten an uns, an Freundinnen, an Bekannten, und wir könnten nie unser Recht einfordern. Ich glaube, das Maß an Wut und an Hoffnungslosigkeit, was sich da anstaut, ist unfassbar groß. Also gerade Frauen vor Gericht sind ja nur die Hälfte wert. Da kann man sowieso, als Frau kann man gar nichts machen vor Gericht. Da ist man im Zweifel immer die Schuldige. Von daher glaube ich, alleine die Hoffnung darauf, dass vielleicht einmal irgendjemand davor vor Gericht steht für diese Verbrechen, die begangen wurden und werden immer noch, kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall, Wirkung weiß ich nicht, aber bei vielen Menschen sehr klar ankommt. Noch eine Frage hier. Man kann die Frage online wieder nicht hören. Jetzt besser? Jetzt. Okay. Ich glaube, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie der Fall mit den Protesten seit September 2022 zusammenhängt. Weil es wurde jetzt gesagt, dass die Systematik sozusagen, also die Systematik, die gebraucht wird, damit es Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, zum einen darin besteht im Vorgehen gegen die DoppelstaatlerInnen und zum anderen auch im Vorgehen gegen die DemonstrantInnen eben seit September 22. Aber dieser Fall ist ja jetzt nicht konkret, also den gibt es ja schon seit 3 Jahren, soweit ich das verstanden habe. Und deswegen frage ich mich gerade, ist das sozusagen dieser Verweis auf die Proteste eher so einfach, ja, vielleicht eher so mehr Aufmerksamkeit auf den Fall auch zu lenken, weil das jetzt eben gerade mehr Leute auch interessiert, die Proteste. Oder kann man das wirklich auch juristisch zusammenbringen? Weil wenn ich an Koblenz denke, da war das ja oft, also da wurde es ja ganz klar definiert, so das Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit April 2000, weiß nicht mehr, 12 oder so. Genau, also wie passen diese Zeitrahmen dann juristisch zusammen? Genau, wir hatten ja auch im Fall Syrien Leute, die schon vor April 2011 im Gefängnis saßen und an denen dann die Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch begangen wurden, als sie weiterhin im Gefängnis saßen. Und ich glaube, und so argumentieren wir das auch in der Strafanzeige, das ist natürlich eine Repressionswelle, die sich ganz stark im Iran gegen die Protestierenden richtet, aber es ist eine Repressionswelle, die sich insgesamt gegen alle im Iran richtet, die als oppositionell wahrgenommen werden. Und das sieht man auch an dem Fall Shamat, weil dort, ich meine, es war vorher schon ein Schauprozess, aber nachdem diese Proteste losgegangen sind, wurde der auf einmal auch weiter beschleunigt. Und das kann Gazel vielleicht gleich auch noch erzählen. Auf einmal gab es wirklich gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie über an Informationen über dieses Verfahren zu kommen. Und es ist einfach schnell ein Todesurteil ausgesprochen worden. Und es folgt genau dem gleichen Muster, nachdem auch die Leute, wenn sie inhaftiert werden, dann gibt es auch einen Schauprozess und es ist alles nochmal beschleunigt worden, damit eben mithilfe der iranischen Justiz, die ja im Fokus steht, die Leute einfach möglichst schnell mal zumindest ein drohendes Todesurteil gegen sich haben. Insofern würde ich, und aber da haben wir auch Expertinnen hier, würde ich nicht sagen, dass sich die Repressionen, die das iranische Regime ausübt, in tatsächlicher und auch nicht in
juristischer Hinsicht unterscheiden. Es sind Oppositionelle, die deren Tätigkeiten ganz brutal niedergeschlagen werden. Und das Ganze hat einfach nochmal eine andere Dynamik seit September 2022 bekommen. Aber es ändert ja nichts daran, dass auch Jamshid Shammat vorher als Oppositioneller tätig war und eben auch als politischer Gefangene, wie die anderen auch, jetzt darunter zu leiden hat, unter der noch massiver gewordenen Welle sozusagen. Fragen? Noch eine? Noch eine, jetzt hört man mich, ja. Noch eine sehr naheliegende Frage, auch um nochmal an die Wirkung der Strafanzeige anzuknüpfen, an Frau Shammat. Ihr Interesse ist ja vor allen Dingen, ihr persönliches Interesse, ihren Vater zu retten. Und das Todesurteil ist gefallen. Sie haben sich wahrscheinlich gut überlegt, was Sie machen, aber wie schätzen Sie wie schätzen Sie die Wirkung dieses großen Schrittes jetzt auf den Fall Ihres Vaters ein? Hilft das dabei, ihn zu retten, oder bringt das ihn weiter in Gefahr? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Schritt gehe, wenn ich irgendein Wort sage, denke ich mir, hilft das jetzt oder ist das jetzt was irgendjemanden dort im Regime triggert und das Ganze beschleunigt? Das kann mir keiner sagen, das kann keiner voraussehen, das wissen wir nicht. Das Richtige zu tun hat mein Vater mir beigebracht. Als er in 2009 fast ermordet worden ist hier in Amerika, hat er sich nicht gedacht, okay, mir ist mein Leben wichtiger und ich setze mich jetzt zurück, sondern er hat verstanden, dass er was Richtiges dort macht mit seinen Aktivitäten, mit seiner Webseite, die er hatte, und hat weitergemacht, hat einen Radiosender dazu gebracht, und genau das tun wir jetzt auch. Ich glaube nicht, dass in dieser Situation, in der wir jetzt sind, nach 3 Jahren und so viel Folter und all diesen Schauprozessen im Todesurteil, dass es irgendetwas geben würde, was ich machen könnte, was es schlimmer machen kann. Die können ihn nicht zweimal hinrichten. Die wollen ihn jetzt schon hinrichten. Und selbst wenn sie ihn jetzt nicht hinrichten, ist er in einer Situation drin, in der jeden Tag er einen Herzinfarkt bekommen könnte oder sonst wie, was ihm passiert. Und er sterben würde. Das heißt, jede Sekunde zählt. Und ich muss dazu sagen, dass ich leider sehr enttäuscht bin von unserer Bundesregierung, was bis jetzt in dem Fall getan worden ist und die Druckmittel und überhaupt alle Mittel, die benutzt worden sind, viel zu spät kamen oder überhaupt nicht kamen. Und ich kann nicht tatenlos zusehen und warten und darauf hoffen, dass andere Menschen oder unsere Regierung das macht, was ich mir gerne wünsche, oder das tut, was sich die Menschen im Iran wünschen, was sich die Oppositionellen wünschen, was sich die Diaspora wünscht, was sich Europäer wünschen, dass wir in Schutz genommen werden, dass alles Menschenmögliche gemacht wird, dass wir beschützt werden. Ich kann nicht darauf warten. Ich muss selber was machen. Wir können nichts ungetan lassen, nur weil wir denken, es könnte irgendeine negative Auswirkung haben. Alles, was das Regime macht, ist nicht voraussehbar. Aber eins weiß ich, dass jedes Mal, wenn die Öffentlichkeit hinguckt, das Regime zumindest zögert, dass der Preis für diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, für die Hinrichtung, für alles, was sie tun, erhöht wird. Und wenn wir so eine Strafanzeige machen und die machen wir öffentlich, ne, wir könnten das ja auch wie mit der WeGet machen und nicht darüber reden und immer der Vater davon, dann ist das nochmal ein zusätzliches Mittel, was ihm Immunität gibt, wenn darüber gesprochen wird, was hier passiert, wenn das Regime hingucken muss, wenn das Regime aufpassen muss, wie es jetzt agiert. Und das könnte dazu führen, dass sie sich dreimal überlegen, werden wir ihm jetzt, Herrn Shammat, jetzt in aller Öffentlichkeit hinrichten und das wirklich tun, während Ermittlungen stattfinden. Und ich glaube einfach daran, dass uns das nochmal eine zusätzliche Layer of Protection sozusagen gibt in diesem Fall. Ich kann es nicht voraussehen, aber ich hoffe, dass wir mit all dem, was wir tun, bis jetzt richtig gelegen haben, mit den Entscheidungen an die Öffentlichkeit zu gehen, mit den Entscheidungen mit unserer Regierung das zu machen, mit allen Entscheidungen mit der Diaspora, mit der Presse und allen möglichen, dass wir bis jetzt richtig gelegen haben, sonst könnte es sogar sein, dass es meinen Vater gar nicht mehr geben würde. Also, dass er überhaupt noch am Leben ist, glaube ich, ist dadurch geschafft worden, dass wir alle mitgeholfen haben. Und das werden wir weiterhin tun. Es gibt noch eine Frage aus dem Zoom-Chat von Cyrus Salimi Aziz vom Neuen Deutschland. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Es gibt zahlreiche ähnliche Fälle, in denen Menschen, die auch eine andere europäische Staatsbürgerschaft haben, inhaftiert sind nach einem Schauprozess.
Wie könnte oder was könnte die EU unternehmen? Und gibt es Erfahrungen, bei denen auf europäischer Ebene solche Verfahren oder Vorgehen gegen Inhaftierungen koordiniert wird? Also soweit ich weiß, ist das Vorgehen, wenn es darum geht, dass die eigenen StaatsbürgerInnen inhaftiert sind, Geiselnahmen etc., immer noch sehr, sehr stark auf nationalstaatlicher Ebene. Das heißt, es gab eben einen Fall in Belgien, da hat sich also die belgische Regierung irgendwie mit dem iranischen Regime geeinigt. In den USA passiert das öfter. Auf europäischer Ebene gibt es ein Sanktionsregime, das wird auch sehr intensiv, auch im Fall Irans betrieben. Aber wenn es darum geht, um, wie gesagt, konkrete Fälle von Staatsangehörigen, dann machen das immer die Einzelstaaten für sich aus. Ja, und was die Ermittlungen angeht, es gibt kein europäisches Strafrecht, sondern es obliegt den Nationalstaaten. Und man würde sich natürlich wünschen, und wir fordern das auch immer wieder, dass die europäischen Staaten gerade bei solchen Ermittlungskomplexen wie Syrien mehr zusammenarbeiten. Man muss aber auch sagen, dass das deutsche Völkerstrafgesetzbuch besonders gut geeignet ist, um solche Fallgestaltungen tatsächlich zu Ermittlungen zu bringen. Und das leider in vielen Ländern, unter anderem Spanien und Belgien, vormals offene, für das Völkerrecht offene Strafgesetzbuche beschnitten wurden, weil man politisch Rücksicht genommen hat, unter anderem auf die Chinesen, auf die ruandische Regierung oder auf die US-Regierung. Ja. Und das ist natürlich auch die Kehrseite dieser Völkerstraftaten, dass wir weit entfernt sind von einer universellen und gleichen Anwendung des Rechts, sondern dass es leider Gottes immer wieder so ist, dass es von politischen Opportunitäten, von rechtspolitischen Opportunitäten abhängt. Ein Satz zur politischen Frage sagen. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass es überhaupt keine Einigkeit gibt innerhalb der EU, wie man mit diesen politischen Geiseln umgeht. Wie gesagt, die Bundesregierung nennt sie nicht mal Geiseln, Frankreich schon. Und das ist tatsächlich einer der Schwächen, warum gerade europäische BürgerInnen, StaatsbürgerInnen festgenommen werden. Bis 2015 waren es vor allem US-AmerikanerInnen, seitdem sind es vor allem EU-BürgerInnen. Und das hat genau diesen Grund, dass die EU überhaupt keine einheitliche Linie hat. Ich weiß gar nicht, inwieweit man sich darüber unterhält. Bei dem Deal sozusagen zwischen Belgien und Iran ist meine Vermutung, dass sich da andere EU-Länder schon rein geredet haben. Das ist da irgendwie, es kamen ja noch zwei Franzosen frei zum Beispiel. Aber das nutzt das iranische Regime aus, und es gibt eine sehr gute Analyse des Stimson Centers, das ist ein Think Tank, wo ganz genau steht, wie Geiseldiplomatie des iranischen Regimes wirklich eines seiner Policy-Instrumente geworden ist. Und das ist einer der Gründe, warum es so viele Menschen betrifft, und umso wichtiger, dass da eben mal etwas getan wird. Im Chat sind keine weiteren Fragen. Sind hier im Raum noch Fragen? Dann würde ich ansonsten jetzt zum Schluss kommen. Ganz herzlichen Dank an Gazel Shamat. Es ist jetzt 2 Uhr nachts in Los Angeles. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich zu dieser Zeit die Zeit genommen haben für die Pressekonferenz. Ich bedanke mich bei Gilda Sahebi, die heute dabei war, und natürlich bei Wolfgang Kalik und Patrick Kroker vom ECCHR, die jetzt die Strafanzeige auf den Weg gebracht haben. Vielen Dank. Dankeschön.